Vor wenigen Tagen hat die zweite Phase der Weltsynode angefangen, die sogenannte kontinentale Phase, weil nun die Bischofskonferenzen sich sammeln und sich treffen und also Europa, Afrika, Lateinamerika etc. und die dann eben beraten. Die erste Phase war rein national, da gab es diese Umfragen, hat man in Deutschland nicht so mitgekriegt, weil das hier quasi mit dem synodalen Weg zusammengefallen ist. Und ab März 2023 fängt die eigentliche Weltsynode an. Und gleich zu Beginn gab es wirklich ziemlich heftige Kritik mal wieder am deutschen synodalen Weg. Ja, und zwar vom Kardinal Hollerich, das heißt der Chef, das ist ja praktisch der Leiter der Weltsynode. Ja? Er leitet eigentlich, er koordiniert quasi die ganze Weltsynode. Und er hat ganz klar gesagt, also es geht uns nicht darum, Schocks in der Kirche zu provozieren. Das ist nicht der Sinn der Sache. Außerdem ist eine Synode kein Parlament, wo man jetzt praktisch mit Mehrheitsentscheidungen irgendwie ein neues Lehramt erfindet. Und sowieso ist es keine Absicht, ja, das Lehramt zu verändern. Also er hat ganz klar gesagt, das, was gerade die Deutschen wollen, ja, das ist nicht, was wir wollen. Und das ist jetzt wirklich sehr interessant, dass das gerade Kardinal Hollerich sagt, denn er ist wirklich kein Kardinal, der konservativ ist. Ganz im Gegenteil, er gehört zum ganz klar liberalen oder linken Lager, wenn Sie so wollen. Also die sexualmoralischen Vorstellungen von ihm sind vergleichbar wie die von Kardinal Marx. Ich habe in diesen Videos schon mehrmals, in diesem Kanal habe ich schon mehrmals eigentlich überrascht festgestellt, dass obwohl der synodale Weg aus Deutschland sehr scharf kritisiert wird, er kaum Unterstützung von anderen Leuten bekommt. Also es gab ja eine ganze Reihe von Unterschriftensammlungen von Bischöfen mit Kardinälen etc., die sich, ganze Bischofskonferenzen haben sich kritisch, und zwar sehr kritisch, zum deutschen synodalen Weg geäußert. Und es gab niemand, eigentlich im Ausland meine ich jetzt, der gesagt hat, nein, wir müssen jetzt die Deutschen irgendwie unterstützen. Keine Ahnung, eine Gruppe von Professoren oder von Theologen oder gar von Bischöfen. Es gibt ja auch linke Bischöfe woanders. Also es ist nicht so, dass nur die Deutschen eigentlich so ein bisschen offen sind für diese seltsamen Theorien des synodalen Weges. Es gibt ja diese Strömung gibt es ja überall gewissermaßen. Aber es gab doch nie eine wirkliche Unterstützung. Das war wirklich erstaunlich. Und möglicherweise, und beziehungsweise auch aus dem linken Lager gab es ja immer wieder Kritik sogar. Gerade Kardinal Walter Kaspar, erstaunlich. Ja? Übrigens ein sehr enger Berater vom Papst. Ja, Kardinal Schönborn, wirklich sehr ausführlich, ja, in einem sehr langen Text in der Zeitschrift Communio, meine ich, etc. Also, das ist schon erstaunlich. Und hier nochmal jetzt Hollerich. Und Hollerich ist insofern wichtig, ja, weil er wirklich ein Amt in der Weltsynode trägt. Und jetzt gerade unmittelbar vor der Synodalversammlung des deutschen Synodalen Weges, jetzt in wenigen Tagen in Frankfurt, ja, dann kommt er und sagt, pass auf, wir wollen keinen Schock haben. Ja, und das wollen tatsächlich sehr wohl der linke Block, sagen wir, ja. Der ganze harte Kern des synodalen Wegs will im Grunde genommen die Leute schockieren. Das hat sie auch schon sowieso getan die ganze Zeit, ja, mit ihren absurden Forderungen. Ja. Und sie wollen eine Änderung des Lehramtes, besonders sie haben einen ganz klaren, aggressiven Ton gegenüber dem katholischen Lehramt in gewissen Punkten, natürlich vor allen Dingen Sexualmoral und Eheverständnis. Ja, und das zeigt ja ganz klar, das heißt, es gibt natürlich diese ganzen liberalen Strömungen überall in der Kirche, ja, also nicht nur in Deutschland, aber die gehen nie so weit, wie die Deutschen das wollen. Und das ist jetzt wieder ein Hinweis an die Deutschen, pass auf, so geht das nicht weiter. Ja, also die Frage ist im Grunde, was die Deutschen machen können. Also machen werden, weil die können natürlich sagen, die können sich natürlich jetzt bockig stellen und sagen, es ist uns wurscht, wir werden unser Ding durchziehen. Und noch schlimmer, wir werden jetzt versuchen, außerdem noch auf der Weltebene eben das durchzusetzen. Es gibt Personen im synodalen Weg, die das ganz konkret fordern, zum Beispiel die Fundamentaltheologin Julia Knop. Ich habe darüber am Sonntag jetzt ein Video, ich verlinke dazu, da können Sie praktisch die letzte Stellungnahme aus dem synodalen Weg zu dieser Situation hören. Ja. Das heißt, man sieht hier, also da ist wirklich ein Konfliktpotenzial in der ganzen Geschichte. Ich bin gespannt, wie das wird. Das kann man schwer abschätzen, weil sich die Bischöfe bis jetzt
so gut wie überhaupt nicht geäußert haben. Und am Ende müssen Sie entscheiden. Letztendlich können Sie auch sogar mit Ihren Voten in der Synodalversammlung letztendlich alles blockieren. Ja, die Laien und die Bischöfe stimmen getrennt. Wenn die Bischöfe nicht mehrheitlich dafür sind, ich meine, ich habe das jetzt gerade irgendwie nicht im Kopf, ich meine, das ist jetzt, man braucht dieses Dokument, braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wenn die Bischöfe nicht dieses Quorum erreichen, ja, oder die Dokumente nicht dieses Quorum bei den Bischöfen erreichen, sind diese Dokumente sowieso dann eigentlich abgeschlossen und damit ist das Thema erledigt. Das heißt, wir müssen abwarten. Und es kann natürlich sein, dass viele Bischöfe sagen, pass mal auf, wir sollten das jetzt nicht wirklich an die Spitze treiben, ja, nach dieser ganzen Schelte von überall aus dem Vatikan, jetzt nochmal Kardinal Hollerich, sollen wir jetzt ein bisschen uns beruhigen, ja, denn natürlich wollen die nicht immer wieder, dass dieses Bild des hartnäckigen, des revolutionären, religionsrevolutionären Deutschen wieder, immer wieder aufkommt, was wirklich unerträglich ist inzwischen, ja. Und abgesehen davon ist natürlich die Kritik auch in Deutschland immer lauter geworden, immer lauter und immer lauter. Ja, es kann natürlich sein, dass manche Bischöfe sagen, pass auf, also wir müssen jetzt hier ein Ende machen mit dieser ganzen Angelegenheit, mit dieser ganzen Kirchenrevolution. So kann das nicht weitergehen. Ja, wie dann die ganzen Radikalen im synodalen Weg reagieren werden, das müssen wir abwarten. Auf jeden Fall, es bleibt spannend, mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir müssen wirklich sehr viel beten und vor allen Dingen, wir müssen wirklich ein Bekenntnis ablegen für die katholische Kirche in Deutschland, für den wahren Glauben, das Lehramt, die ganze Tradition, ja, damit diese ganzen Revolutionäre im synodalen Weg merken, dass die Katholiken in Deutschland nicht damit einverstanden sind, dass die katholische Kirche in Deutschland ruiniert wird. Vielen Dank.